Ich begrüße euch. Schön, dass ihr wieder bei einem neuen Video von Heimnetzwerk und WLAN-Hilfe.com vorbeischaut. Heute geht es einmal darum, euch zu zeigen, wie ihr Systemfunktionen in das Startmenü einbinden könnt, damit ihr in Zukunft schnell auf diese zugreifen könnt, ohne euch erst umständlich durch diverse Konfigurationsfenster klicken zu müssen. Es gibt eine Menge Systemfunktionen unter Windows, die sich in unterschiedlichsten Systemkonfigurationsfenstern aufrufen lassen. Die meisten davon erreichst du über das neue Einstellungen-Menü von Windows 10. Oder über die Systemsteuerung, die wir auch noch von den älteren Windows-Versionen her kennen. Nun wirst du im Laufe der Arbeit mit deinem Windows-System natürlich nicht alle dieser Funktionen ständig benutzen müssen oder benötigen, aber einige mit Sicherheit. Solche Konfigurationsfenster wie die des Netzwerk- und Freigabecenters oder Sound, Tastatur, Heimnetzgruppe, Anpassungen von Anzeigen etc. wirst du mit Sicherheit des Öfteren auch mal benötigen. Und wenn dies dann der Fall ist, ist es doch empfehlenswert, sich diesen Zugriff auf die jeweilige Systemfunktion direkt im Startmenü abzulegen. Bei vielen dieser Systemfunktionen kannst du über das Kontextmenü den Befehl Anstart anheften aufrufen und damit diese Systemfunktion als Kachel in deinem Startmenü integrieren. Also einfach die entsprechende gewünschte Konfiguration rechts anklicken und dann den Befehl Anstart anheften auswählen. Wenn wir uns jetzt in das Startmenü begeben, siehst du leider noch nichts, denn es dauert eine Weile, bis die Kachel eingebunden wird. Jetzt ist sie da. So kannst du also Systemfunktionen, die diese Option zur Verfügung stellen, als Kachel im Startmenü hinterlegen. Wenn du jedoch nun 20 oder 30 solche Kacheln, die für den Zugriff auf ein bestimmtes Konfigurationsfenster gedacht sind, hier hinterlegst, dann kann die ganze Geschichte natürlich auch schnell mal sehr unübersichtlich werden. Und zum anderen kannst du auch nicht jedes Konfigurationsfenster so in dein Startmenü einbinden, da dir die entsprechende Option dafür nicht angeboten wird. Deshalb gibt es hier einen kleinen Trick, den du nutzen kannst. Und zwar ist nämlich jedes Konfigurationsfenster in Windows im System mit einer bestimmten Kennung hinterlegt. Und wenn du diese Kennung kennst, dann kannst du diese in einer Verknüpfung anlegen und damit direkt darauf zugreifen. Um Platz zu sparen, kannst du dann all diese Verknüpfungen in einen Ordner im Startmenü ablegen, so wie ich es hier getan habe. Ich habe hier einen Ordner System und in diesen kann ich jetzt hier meine wichtigsten Verknüpfungen ablegen, die mich dann direkt zu der entsprechenden Konfiguration weiterführen. Damit hast du dann im Startmenü nur einen einzigen Ordner, der all diese Dinge enthält. Und damit sparst du eine Menge Platz und hältst dein Startmenü übersichtlich. Eine Verknüpfung legst du ganz einfach an, indem du auf eine freie Fläche deines Bildschirmhintergrundes mit der rechten Maustaste aus dem erscheinenden Kontextmenü den Befehl Neu und dann den Befehl Verknüpfung auswählst. Nun musst du in diesem Fenster eingeben, was denn über die Verknüpfung geöffnet werden soll. Und das ist in unserem Fall das Öffnen einer Systemfunktion über die Systemkennung in einem Explorer-Fenster. Diese Systemkennungen sind ziemlich umfangreich, lang und kryptisch. Deshalb findest du natürlich viele dieser Systemkennungen auch in unserer Videobeschreibung, sodass du dir diese nur kopieren musst und dann entsprechend in dem Verknüpfungsfenster als Befehl hineinkopierst. Wir probieren das jetzt einmal aus, indem wir einfach mal das Konfigurationsfenster Sicherung und Wartung in unser Startmenü einbinden. Dazu kopierst du, wie gesagt, den entsprechenden Pfad und fügst diesen hier im Verknüpfungsfenster ein. Diese Kennung hier, beginnend mit Shell und dann die Zahlen und Buchstaben, ist die Systemkennung, unter der diese Konfiguration hinterlegt ist. Und über den Befehl Explorer-Exe sagen wir der Verknüpfung einfach nur, dass
dieses Konfigurationsfenster mit Hilfe des Explorers geöffnet werden soll. Dann klickst du einfach auf Weiter, gibst der Verknüpfung noch einen aussagekräftigen Namen und bestätigst deine Änderung einfach mit Klick auf Fertigstellen. Damit hast du jetzt hier eine Verknüpfung angelegt, die in einem Ordner geöffnet wird, deshalb auch das Ordnersymbol. Und diese Verknüpfung verschiebst du jetzt ganz einfach in den Ordner deines Startmenüs, wo du Zugriffe auf System-Konfigurationsfenster hinterlegst. Bei mir ist das, wie gesagt, der Ordner System. Hier lege ich jetzt alle diese Verknüpfungen hinein und damit habe ich dann schnellen Zugriff auf diese Konfiguration. Also einfach die Verknüpfung rechts anklicken, in den Ordner ziehen und den Befehl hier verschieben auswählen. Und jetzt probieren wir mal noch, ob diese Verknüpfung auch funktioniert, indem wir sie einfach mal öffnen. Und siehe da, es wird mir das Konfigurationsfenster Sicherheit und Wartung angezeigt, ohne dass ich mich erst hier umständlich durch diverse Konfigurationsfenster klicken muss, bis ich an diese Stelle gelange. Also ganz sinnvoll, vielleicht machst du das ja in Zukunft auch so. Idealerweise für die Fenster, die du des Öfteren mal benötigst. Damit sparst du dir dann eine Menge Zeit und kannst diese für andere Sachen verwenden. In diesem Sinne schau einfach mal in unsere Videobeschreibung. Dort findest du, wie gesagt, eine Menge dieser Systemkennungen, die du über eine Verknüpfung so in dein Startmenü einbinden kannst. Dann also bis zu einem neuen Video. Thomas von Heimnetzwerk und WLAN-Hilfe.com.